Nee. Eine... Wie, nee? Ich bin der Baumfäller. Alter. Ich fäll die Bäume. Aber dann werden wir schneller. Womit? Mit dem Zusammenbauen. Ach, jetzt. Das ist doch gelogen. Das ist doch gelogen. Hör doch auf zu lügen. Meinst du? Ja, finde ich wohl. Du bist ganz schön am Lügen. Wenn du das sagst. Luge, Luge, das gibt eine Ruge. Du hast schon nicht alle ganz pass sitzen, ne? Nee, außerdem die Tassen im Schrank fehlen mir auch und eine Schraube habe ich auch irgendwo locker. Also. So ist das. Alter, hier einen halben Wald abgerodet. Das fällt auch denen nicht auf. Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein. 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 Das fällt nicht auf. Halber Wald fehlt, ein ganzes vorsteht. Das. Ach. Das merkt doch keiner. Nein. Ach, wer soll das denn merken? Wer soll das merken? Hier ist doch keiner. Das stimmt. Gerade hier ist noch keiner. Nee. Ich weiß jetzt nicht, wo dein Problem ist. Ach, ich Idiot, wir hätten auch im Baumhaus oben übernächtigen können. Ja, deswegen habe ich das vorhin so gefragt, warum. Aber ich habe nur gedacht, du wirst wohl wissen, warum. Nee, ach Gott, hättest du doch eben sagen können. Ich habe das total vergessen, dass du da auch in dem Baumhaus... Ach nee, das war... Ja, es gibt so ein Bauwerk, das Plateau. Auf dem Plateau selber kannst du, glaube ich, nicht speichern. Da wollten wir schon mal so ein Bett einbauen, damit du das dann kannst, aber... Das hat nicht so funktioniert. Nee, das hat überhaupt nicht funktioniert. Weil, find erstmal einen Hasen. Wenn du einen Hasen suchst, findest du keinen. Ja. Wenn du nicht brauchst, kommen sie alle. Ja. Wenn du die nicht mehr brauchst, kommen sie alle. Wahnsinn. Ein Vogel, ein Piepmatz. Ja, hau drauf. Hau auf den Vogel drauf. Ich hab's versucht, er war zu früh. Das. Er war zu früh? Ja, er war zu früh mit dem Wegfliegen. Ach so, ja. Okay. Ja. Ich hab ihn mitten im Flug erwischt. Kein Witz, mitten im Flug. Ja, das ist ja also. Er flog mir so in die Axt rein. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Du hast doch mit Absicht da hinterhergeschlagen. Nein, ich habe nicht hinterhergeschlagen. Der kam mir entgegen. Ich habe einfach nur drauf zugeschlagen. Dachte, oh, vielleicht kriege ich ihn ja. Ja, und patz ist er mir so vor die Achse geknallt. Aha. Tja. Ein suizidgefährdeter Vogel. War ja mal. Der sieht doch, dass er eine Axt ist. Ja. Vielleicht wollte er nicht mehr. Er hatte keinen Bock mehr. Die Insel war ihm zu blöd. Er wollte weg. So langsam kriege ich hier so ein bisschen Panik. War bestimmt nix. Das sind wahrscheinlich meine eigenen Schritte, vor denen ich Angst habe. Angsthase. Ja. Ja, wenn einer kommt, dann bekommt er Kloppe. Ja. Ganz einfach. Ja. Ja. Trotzdem erschrecken die mich noch wie Sau. Wenn die so aus dem Nichts kommen und du hast gerade so 2-3 Packen Holz auf dem Arm oder sowas. Ja, gut. Wenn der Zaun erstmal steht. Ist alles kein Problem. Richtig. Doch, wir kriegen ihn fertig, bevor es dunkel ist, ne? Also wir sind noch 35. Ach
Ja, die Ausdauer geht schon wieder zur Neige. So, ein bisschen was getrunken, was gegessen, ab geht's wieder an die Arbeit. Mittagspause vorbei. Sklave schufte. Mittagspause vorbei. Gibt's das hier nicht? Du sollst die ganze Zeit arbeiten, du Knecht. Knecht Hubrecht. Nee, der nicht. Der bringt nachher Schokolade, das ist ungesund beim Survival, also... Echt, warum futter ich denn die ganze Zeit einen Snickers? Beim Survival geht's auch eigentlich darum, einfach nur zu überleben. Also ist doch egal, was du dann isst. Ja, aber was machst du denn, wenn deine Zähne jetzt wegen den Snickers ausfallen? Dann kannst du ja gar nichts mehr essen, dann hast du ja total verloren. Nimmst du einen Stein, pürierst du. Ja, lecker. Pürierter Leguan. Irgendwas ist ja immer. Hauptsache kratzt du nicht ab, ne? Was Milchshake, ne? Nimm so ein bisschen Gras dazwischen. Und ein bisschen Sand, ne? Reinigt den Magen. Ja, siehst du, du hast das kapiert. Ne? Ja. Aber ich glaube, das war sarkastisch gemeint. Ja. Oh. Ja, habe ich nicht sofort erkannt. Achso. Ich dachte, du meinst es diesmal ernst. Nein. Nein? Oh. Nein, ich meinte sarkastisch. Okay. Man weiß es ja nicht so genau, wenn man hier gerade mitten am Schuften ist. Hier ist ein Teilstück fit. Du bist da hinten ganz? Da hinten ganz? Ich bin hier vorne. Ach so. Ah nee, das sah so aus, als wärst du so ganz weit weg oder was? Ja, ich hau jetzt ab. Das muss ich mir jetzt nicht lieben lassen. Das wird mir alles zu viel. Wir machen getrennte Lager, ne? Ja. Ja, hab ich mir gedacht. Was war das? Eine Lawine. Was hast du gemacht? Ich hab das hier in die Luft gesprengt. Aber, ja, das ist doch schneller und das wird schon wieder dunkel und ich hatte Panik. Aber jetzt ist doch der Zaun hier wieder weg, den wir schon mühselig da montiert haben. Alter! Oh. Bist du denn nur bescheuert? Bitte? Also das habe ich jetzt überhört. Ich hoffe nicht. Siehst du da eben die kleine Balken hin und dann weg damit. Mimi. Wer hat denn hier angefangen zu weinen? Mit was hast denn du das hochgejagt? Hast du eine Bombe gebaut? Jupp. Echt? Ja. So, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach ja, hier noch alles fertig machen. Fittage. Da noch ein bisschen Fittage. Alter, da hast du auch. Warum hast du das denn nicht vorhin schon gemacht? Weil vorhin nicht so viele Bäume auf einem Fleck waren. Auch eine Argumentation. Ja. Alter, hier ist ein ganzes Feld weg. Also bei Bäume fällen sehr hilfreich Bäume bauen. Läuft. Ist zu empfehlen. Ja, also... Wusstest du das? Zwei Balken noch. Ja. So. Ich hab da hinten das fertig. Wo fehlt denn jetzt hier der Balken? Hier. Oh, cool. So, jetzt gehen wir erstmal Feuer machen und so. Ja. Vorne die Tür schon abgeschlossen. Ah, nee. Ich holze die Dinger jetzt nicht ab.